Wieder erleben wir in der Bundesrepublik Deutschland einen Vorgang, der leider keine Ausnahme ist. Die Firma AB InBev, zu der auch der Betrieb in Bremen gehört, der das Becksbier produziert, plant, Arbeitsplätze abzubauen, obwohl zum Beispiel im dritten Quartal letzten Jahres 30% Gewinn gemacht wurde. Diese Vorgänge können nicht so hingenommen werden. Wir als Linke haben die Position, dass die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte und damit ihre Belegschaften ausgedehnt werden müssen, auch auf wirtschaftliche Angelegenheiten. Es kann nicht sein, dass die Unternehmen nur nach ihren Gewinninteressen entscheiden und die Interessen nach Lohn, nach Existenz bei den abhängig Beschäftigten vollkommen außen vor bleiben. Wir werden deshalb entsprechend parlamentarisch initiativ werden, auch die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte wieder ins Parlament bringen. Und wir wünschen natürlich den Beschäftigten den besten Erfolg bei der Verteidigung ihrer Jobs. Jetzt kommt es darauf an, mit großer Solidarität der Belegschaft, aber auch mit Solidarität von außen, auch von uns, der Fraktion der Linken, die Beschäftigten zu unterstützen. Es kommt darauf an, dass Solidarität die Macht der Unternehmen einschränkt. Millionen sind stärker als Millionäre.